Ja, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich habe vorab mit Hans-Peter Honnold ein Interview geführt vor dem Start und der ist der Programmmanager bei der OHB für den NMAP-SAT. Und das war natürlich mega cool, dass er Zeit hatte. Hans-Peter, du sitzt gerade in Florida vor dem Start. Genau. Einige Hintergrundgeräusche, die könnten vielleicht simulieren, dass ich hier Urlaub mache, aber der Florida ist eben Florida. Da gibt es eben zum Beispiel, sitzen wir in einem Hotel, wo auch viele Gäste von Kreuzfahrerschiffen unterkommen, weil eben die Launchzeit auch sehr nah einem Kreuzfahrthafen ist. Das heißt, hier ist tatsächlich auch ein bisschen Urlaubsstimmung. Wenn man aber dann aufs Gelände geht, verfliegt diese Urlaubsstimmung sehr schnell. Und ich muss sagen, ich bin doch und auch das Team sehr beeindruckt von der, sagen wir mal, sehr professionellen und sehr, zielorientierten Vorgehensweise von SpaceX, die mich doch beeindruckt hat und wo wir, glaube ich, aus Europa sagen können, dass wir hier noch einiges lernen können von dem mehr klassischen, mehr risikovermeidenden Ansatz wieder zu einem Ansatz zu kommen, wo man sagen, wir packen das einfach an und machen uns nicht so viele Sorgen, ob morgen vielleicht der Himmel auf uns runterfällt. Ja. Aber okay, also Florida, also Krokodile oder Alligatoren sind dir noch nicht über den Weg gelaufen, oder? Doch, laufend, ja. Aber die sind auch nicht so gefährlich, wie wir uns das in Europa vorstellen. Wenn man die nicht füttert, sagen uns hier alle, laufen die einfach weg, weil sie Angst vor uns haben. Ja, also ich bin super neidisch, weil ich wäre unheimlich gern auch mal bei einem Raketenstart dabei. Für dich jetzt so als Programmmanager, da ist jetzt wahrscheinlich aktuell naja, schon was zu tun, aber eigentlich, ihr könnt jetzt gar nicht mehr an den Satelliten ran, oder? Der ist wahrscheinlich schon eingepackt auf der Rakete, oder wie, wo steht ihr gerade? In der Tat ist es so, wir hatten circa 3 Wochen intensiv hier arbeiten, um den Satellit vorzubereiten, wo die größte Arbeit, sagen wir mal, das kann man in 2 Teile zerlegen. Der eine ist, dass wir eine kurze Testphase hatten, die nochmal verifiziert, ob der Satellit nach dem Transport mit dem Flugzeug und Lastwagen dann hier zu SpaceX tatsächlich nur so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Das war ein relativ kleiner Teil von einigen Tagen Test. Und der wesentlich größere Teil ist dann das Betanken des Satelliten mit dem Treibstoff, da ja der Satellit quasi mit chemischen Triebwerken dann nach dem Start im Orbit dann weiter manövriert fähig gehalten werden muss, um auch die Manöver, die für die Mission notwendig sind, im Orbit auch durchführen zu können. Tatsächlich, meine Zuschauer, die kennen hypergole Treibstoffe. Ist es was Hydrazinmäßiges, was da in dem Satellit ist? Ja, also, das ist Hydrazin in der Tat. Ah, okay. Und ist das Monagol oder ist es praktisch mit einem Oxidator mit dran? Oder ist es das ist praktisch nur ein Tank. Das heißt, im Moment, wo dieser Treibstoff dann zu den Triebwerken kommt, entzündet er sich von selbst, sodass wir keine 2 Tanks brauchen, zwei getrennten Kantsysteme, um den Thruster dann in Betrieb nehmen zu können. Aber das ist wahrscheinlich so bei der Integration auch so ein sehr, sehr spannender Moment, dass man sagt, von wegen, okay, man betankt das und dass das alles funktioniert und ja. Ja, das ist, deswegen hatte ich auch gesagt, das ist eigentlich die größte Tätigkeit und ja. Die Leute, die das machen, sind dann im Prinzip in großen Strampelanzügen. Als ich das das erste Mal gesehen hatte und ich habe es jetzt wieder die Eingebung gehabt, das sieht aus wie die Leute, die es noch kennen, wie Teletubbies, die quasi in großen gummibärfarbigen Anzügen rumlaufen. Ja. Sieht ein bisschen grotesk aus, ist aber für die Sicherheit der Leute einfach notwendig. Ja. Vielleicht zu dem Satelliten. Also ich habe mir sagen lassen, dass das ein ziemlich spezieller Satellit ist oder dass wir sowas, diese Art von Beobachtung, zumindest in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht machen konnten, oder? Also kannst du vielleicht ein bisschen grob was zu dem Satelliten sagen? Was der? Ja, das hängt vielleicht auch von der Betrachtungsweise ab. Also je nachdem, vor welchen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Hintergrund man kommt, könnte man auch sogar sagen, dass es weltweit vielleicht das erste Mal ist, dass so eine Mission, damit es mit zugänglichen Daten fliegt. Also der Hintergrund ist eben der, dass klassische Satelliten, die Erde beobachten, ja immer das Sonnenlicht, das von der Erde reflektiert wird, aufnehmen, manchmal über das visuelle Spektrum hinausgehen, also ins Infrarote zum Beispiel. Aber dass eben das Prinzip weitestgehend immer das ist, wie man es auch im Auge hat oder beziehungsweise bei normalen Kameras, dass eben rot-grün-blau Farben gesehen werden. Manchmal werden noch mehr Farbkanäle dazu geschalten, aber das ist typisch so ein Bereich maximal bis 20 Farbkanäle. Und wir gucken dann eigentlich immer die Bilder so an, wie wir sie auch mit dem Auge sehen würden. Das Spezielle jetzt bei diesem sogenannten hyperspektralen Satelliten ist, dass eben das Spektrum in mehrere eng liegende Farbkanäle zerlegt aufgenommen wird. Wir haben hier 240 Farbkanäle circa an Bord. Und das Prinzip ist dann eben so, dass wir für jedes
Für jedes Objekt, was man auf der Erde anschaut, für jeden Acker, für jedes Gebäude, für jeden Wasserstreifen, im Prinzip ein Spektrogramm hat, was man sich ähnlich wie einen Fingerabdruck vorstellen kann. Und das Besondere an nmap ist eben, dass man solche Art von Missionen bisher entweder mit Flugzeugen geflogen hat oder mit Detektoren, die, wie es unsere Wissenschaftler sagen, eben nicht kalibriert sind. Sprich, man hat zwar etwas gesehen, wusste aber nicht genau, ob das, was man sieht, wirklich das ist, was real dort reflektiert wird oder eben mit den Fehlern des Sensors quasi qualitativ etwas vorgibt. Und das Besondere eben ist an nmap diese quantitative Genauigkeit. Also wir haben das Instrument in einem sehr aufwendigen Verfahren kalibriert, sodass man dann tatsächlich sagen kann, das, was dann später betrachtet oder beobachtet werden kann, ist auch das, was real dann das ist, was von der Erde aus reflektiert wird. Und mit dieser Genauigkeit, mit dieser quantitativen Genauigkeit erhofft man sich eben, dass sich völlig neue Möglichkeiten, um mit diesen Daten umzugehen, ergeben werden. Also ich habe da zum Beispiel bei Vorträgen, wo auch Vertreter aus der Landwirtschaft, natürlich universitär begleitet, sich entsprechende Verfahren schon vorüberlegt haben, was in die Richtung gehen würde. Man sieht eben vom All, von mir aus ein Getreidefeld. Man sieht, dass man eigentlich Getreide sieht, aber das eine Teil vom Getreide hat eine andere spektrale Pattern als das übrige vom Feld, worauf man dann Schlüsse ziehen kann. Entweder dieser Teil ist nicht richtig bewässert, es fehlt Wasser, es ist zu viel Wasser, oder dieser Teil ist krank. Hier müsste man mit Spritzmitteln quasi die Krankheitserreger bekämpfen. Und das würde eben völlig neue Felder erschließen, die man bisher so nicht haben kann, sodass gerade die wissenschaftliche Gemeinde sich eigentlich große Hoffnung oder Erwartung macht, dass nmap so eine Art Durchbruch auf diesem Gebiet gibt und schlussendlich dann auch ein Trigger ist für viele ähnliche Missionen, die dann diese Art der Beobachtung weiterverwenden können und völlig neue oder detailliertere oder genauere oder wie auch immer ich das sagen möchte, Anwendungsfälle für diese Erdbeobachtung daraus resultieren können. Gibt ja eine Pressemitteilung von der DLR, wo der Herr Pelzer nach meiner Erinnerung sagt, und das ist ein schönes Beispiel, finde ich, bisher muss eben ein Förster in den Wald gehen und gucken, ist der Baum krank oder nicht. Und er hat eben dann auf einer relativ kleinen Fläche relativ viel zu tun. Mit nmap wäre es möglich, quasi mit einem Blick über eine Waldfläche hinüber zu fliegen und eben anhand dieses Verfahrens, was ich gerade beschrieben habe, dann sagen zu können, diese Teile des Walds haben ein atypisches Spektrum für diese Art Baum. Da stimmt etwas nicht. Und mit unserer Erfahrung, wenn das Pattern so und so aussieht, ist wahrscheinlich ein Birkenkäferbefall oder die Bewässerung fehlt oder andere Indikatoren, die zeigen, dass der Wald so nicht gesund ist. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie eben nmap diese Art der Erdbeobachtung wirklich revolutionieren könnte. Also ich spinne da mal rum. Es gibt ja ganz viel irgendwie, ich sag mal, Machine Learning oder irgendwie Algorithmen, ist ja großes Thema immer. Und im Prinzip, sowas ermöglicht einem ja auch vielleicht, dass man von einer bestimmten Region Bilder hat oder unterschiedliche Spektren hat und zum Beispiel sagt, naja, wir wissen, dass in dem Bereich, du hast jetzt das mit der Umwelt aufgebaut, der Borkenkäfer aufgetreten ist und finde mir in anderen Bereichen ähnliche Muster und dass man im Prinzip dadurch herausfinden kann, okay, wir haben da und da den Borkenkäferbefall, weil wir wissen, dass es in dem vorherigen Gebiet so aussah und dass man dadurch halt ja automatisiert sagen kann, wo man was tun muss. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber nach meinem Verständnis ist es genau das, wo es eigentlich hingeht, dass wir einmal jetzt wissen, wie bestimmte Gebiete von mir aus mit Borkenkäferbefallen aussehen würden und dass man dann eben anhand dieser Daten, die man dann von dem Gebiet aufgenommen hat, auch Analogien ziehen kann, wenn dann andere Waldflächen ähnlich ausschauen, dass da eben wohl ein ähnlicher Befall sein könnte oder eben, dass man die vorhandenen Daten dann benutzt und tatsächlich über Algorithmen dann auswerten kann. Das ist überhaupt eh das Besondere an nmap, dass eben diese Daten nicht oder diese Bilder nicht in einer Art und Weise runterkommen, dass man sie direkt beobachten kann, sondern man muss relativ komplizierte mathematische Verfahren darauf anwenden, um aus diesen vielen Farbkanälen dann tatsächlich etwas zu extrahieren, was dem, was wir klassisch sehen, als Bild entsprechen würde. Und damit natürlich bedeutet es auch, dass in der Tat, wenn man sowieso schon die Bilder bearbeitet, kann man auch in einem, sagen wir mal, Nebenschritt auch Algorithmen darauf anwenden, die im Wesentlichen auch über KI gesteuert werden können. Abgefahren. Und das ist alles natürlich sehr interessant und das hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an, aber in der Vorbereitung vom Start hatte ich eben viele dieser Arten Fragen schon zu beantworten und ich war dann selbst beeindruckt über das, was hier möglich sein
wird nach dem einem erfolgreichen Start. Cool. Ich denke, es eröffnet uns tatsächlich neue Türen, wie man auf die Erde schauen kann. Dieses hyperspektrale Prinzip bedeutet ja auch, dass wir mit den vielen Farbkanälen auch die Beobachtungsmethodik tailern können, also anpassen können und nicht so wie die klassischen Satelliten, dass wir eben nur eine bestimmte Zahl von Farbkanälen haben und nur das sehen können, was dadurch ermöglicht wird. Hier können wir tatsächlich das Ding auch justieren. Also einer der Kollegen, der von Anfang an dabei ist, sagt immer, das ist das Schweizer Taschenmesser der Erdbeobachtung. Und man kann das tatsächlich so sehen, ja. Und wie sieht es aus jetzt so? Es geht ja jetzt wirklich auf den Start. Ich glaube, momentan ist angesetzt für Freitag, ja, früher Abend in Deutschland. Hier ist es 12:24 Uhr dann, Ja. also 6 Stunden früher. Also später, später, sorry. Und wird man da jetzt schon irgendwie nervös oder wie fühlst du dich? Ja, es laufen ja eben doch eben noch einige Routineaktivitäten, sodass es nicht ein kompletter Leerlauf ist. Ich glaube, mit einem Leerlauf wird man sehr nervös werden. Jetzt ist es eben eher, dass man sich jetzt konzentriert auf den Start vorbereitet. Wir werden dann hier 6 Stunden vor Start da sein. Das heißt, hiesiger Zeit ist es dann kurz vor 6 Uhr Ortszeit. Und allein schon das eben strukturiert den Tagesablauf ein bisschen so, dass die Nervosität nicht allzu groß wird. Aber natürlich kommen Fragen. Ich glaube, die vorherige Frage hatte ich gar nicht zu Ende beantwortet. Also seit Freitag letzter Woche haben wir keinen Zugang zum Satelliten mehr. Nachdem dieser Satellit in einem ausgeschalteten Zustand gestartet wird, wissen wir eben nicht, ist noch alles in Ordnung. Das heißt, das, was in meinem Kopf ist, ist eben, ist wirklich alles so konfiguriert, ist dann nach der Separation von der Rakete tatsächlich der Mechanismus so vorbereitet, dass der Computer richtig startet. Und diese Fragen gehen mir natürlich tatsächlich durch den Kopf und vielen anderen auch. Ja. Und gibt es da so einen Zeitpunkt, wo du dann wissen wirst, ob der Satellit funktioniert? Also, Ja, die was ist. erste Kontakt zum Boden wird dann ungefähr nach einer Stunde sein und dort werden wir dann nominell Telemetrie empfangen können. Und allein schon die Tatsache, dass wir überhaupt Telemetrie empfangen, ist schon dann ein sehr gutes Zeichen, weil das bedeutet, der Onboard-Computer hat gestartet und er sendet in einer Art und Weise, dass man das im Boden sinnvoll erkennen kann. Die Kollegen sitzen dann in Oberpfaffenhofen, quasi über der anderen Seite des Zaunes des Werksgeländes von OHB in Oberpfaffenhofen. Dort sitzt das GESOG. Und dort ist dann die andere Hälfte unseres Teams, die eine Hälfte hat hier den Start vorbereitet, die andere Hälfte wird dann die Inbetriebnahme zusammen mit GESOG betreuen. Cool. Und ich glaube, ich habe in Erinnerung, ihr seid da auf der Spitze, oder? Das heißt, es sind ja mehrere Nutzlasten bei diesen Transportermissionen, aber ihr seid da ziemlich an Hauptposition, oder? Ja, SpaceX ist da ein bisschen rigide in der Freigabe von Bildern. Die Policy haben wir noch nicht so richtig verstanden. Ist das, dass sie nicht wollen, dass andere sehen, wie sie es machen? Oder haben sie Angst, dass wir, nachdem man ja auch hier vom militärischen Teil von Cape Canaveral startet, dass sie Probleme dann mit den US-Behörden kriegen? Jedenfalls sind sie relativ restriktiv mit Bildern. Es gibt aber auf dem Twitter-Kanal von SpaceX ein schönes Bild, wo wir direkt auf der Spitze der Rakete sitzen. Und du kannst das ja, denke ich, verlinken nachher, den Link. Das sieht schon sehr imposant aus, ja. Auch für Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen, ist es sehr eindeutig, weil wir fliegen ja mit einer sogenannten Transportermission, dass wir hier auch ein bisschen daran teilnehmen, dass eben der Ansatz von SpaceX ja einfach effektiver ist wie der klassische Ansatz. Und dadurch, dass wir auf der Spitze der Raketen sitzen, trotzdem aber noch eine ganze Anzahl von anderen kleinen Satelliten mitfliegen, auch der Start als solcher ökonomisch gesehen viel effizienter ist, wie jetzt die klassische Art, Satelliten zu starten, dass man eben eine Rakete hat mit einem sehr großen Aufwand, der auf diese einen Start fokussiert ist. Und der Vorteil von SpaceX, denke ich, liegt auch daran, dass sie jetzt also diese Art, mehrere Satelliten mitzunehmen, die die Transporter nennen, ist jetzt der vierte. Wir sind auf dem Transporter 4, was auch bedeutet, dass sehr viel Routine da ist, was wir auch täglich sehen, was normalerweise auch das Risiko für den Einzelstartern reduziert, sodass das Ganze tatsächlich ist. Und so ähnlich sehen die das auch, wie wenn wir jetzt den Satelliten an eine Spedition übergeben, deren Auftrag ist eben, das Ziel ist sonnensicherer Orbit. Ja. Und so ähnlich läuft das auch hier ab. Und wie ist es? Also, ich glaube, 40 Satelliten oder über 40, glaube ich, fliegen jetzt dieses Mal Ja. mit. Kennt man die anderen Teams oder ist man so fokussiert bei sich selber? Oder gibt es da Austausch? Es gab Austausch, nachdem wir aber der größte Satellit sind und auch am
meisten noch Bedarf hatten, auch über dieses Tanken, was sich doch über einige Tage hingezogen hat, sodass die anderen Satellitenteams ihre Satelliten schon noch früher als wir abgegeben hatten. Das heißt, wir hatten immer mal wieder sporadisch Kontakt mit den Teams. Die sind aber schon vor circa ein, zwei Wochen wieder abgereist, haben ihren kleinen Satelliten in die Hände von SpaceX übergeben. Die haben es dann zusammen mit den anderen Teams an diese Nutzlastringe drangeschraubt und die sehen wir jetzt leider nicht mehr. Aber in der Zeit, wo sie noch da waren, gab es schon einige interessante Kontakte, die uns auch geholfen haben zu vermitteln, wie das eben auch andere Länder, andere Firmen machen. Und dieser Ansatz über die Kleinsatelliten ist schon ein faszinierender Einblick, tatsächlich über in einen anderen Ansatz Raumfahrt zu machen. Ja, also ich bin super, super neidisch. Ich habe ja noch nie einen Raketenstart live vor Ort irgendwo gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön beeindruckend ist, zu hören und zu sehen. Und hast du schon öfter Raketenstarts auch live vor Ort gesehen oder ist es da auch dein erster? Nee, es ist nicht mein erster, aber meine erste Mission hier von Florida, vom Cape Canaveral. Die anderen Missionen, bei denen ich beteiligt war, sind überwiegend, das heißt überwiegend sind alle von französischer Guyana, also Kourou, gestartet und eben sehr viel stärker mit dem klassischen Ansatz, eine Rakete für eine Mission. Alles war ein bisschen, Prototypen ähnlich, also immer mit dem, dass man gespürt hat, es ist jetzt speziell für diese Mission. Und das ist für mich auch das Besondere hier mit dem Ansatz von SpaceX, dass das sehr viel routinemäßiger abläuft und auch, dass die Frequenz der Starts hier sehr hoch ist. Zum Beispiel hatte ich vor zwei Wochen von exakt dem Launchpad, wo wir jetzt dann auch starten werden, Ende dieser Woche, einen anderen Start beobachtet. Und auch vor dem Hintergrund Routine alles ein bisschen weniger Einzelstückfertigung war dann für mich die Möglichkeit, den Start zu beobachten in einer sehr faszinierend nahen Entfernung. Das heißt, in einem Bereich von ungefähr 1 bis 2 Kilometer, so weit könnte man in Kourou nie rankommen bei einem Live-Start. Und weil du vorhin gesagt hast, hören und sehen, es ist auch spüren. Also das Triebwerk erzeugt auch so im Infraschallbereich Druckwellen, die man tatsächlich in der Brust spürt. Ja. Krass. Ja. Nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist lebensbedrohend, aber es ist schon ein Eindruck der Kraft oder der Energie, die dort umgesetzt wird. Und wahrscheinlich von der Anreise her auch Florida ein bisschen angenehmer als französisch Guyana, könnte ich mir vorstellen. Also, dass es da irgendwie auch mehr Flüge oder so gibt, oder macht das keinen großen Unterschied? Ja, wenn man Direktflug will, ist das relativ ähnlich, weil da nur wenige Flüge, zumindest jetzt mit der Einschränkung durch die Corona-Pandemie, die Zahl der Flüge auch geringer ist. Aber der Hauptflug ist tatsächlich Frankfurt, Orlando, und das ist ähnlich wie für Guyana, das ist eben Paris, Cayenne, ja. Nur, dass wir eben von Frankfurt aus starten und nicht von Paris aus, ja. Und auch die Flugzeuge ist ähnlich, ja. Und ist der Satellit im Prinzip, sobald er dann im Orbit ist und einsatzbereit, ist dann deine Arbeit getan und du hast dann das nächste Projekt oder begleitest du das noch weiter? Wir werden es doch begleiten bis zur, DLR-NET, die Flight Qualification Review. Das ist ein Zeitraum von circa 3 Monaten, wo das Kernteam, was jetzt eben die letzten 1-2 Jahre an Bord war, die Inbetriebnahme, wie schon gesagt, unterstützt. Das sind allerdings nur im Bereich von 1-2 Wochen. Dann entschließt sich aber eine In-Orbit-Kalibrationsphase an, wo wir die Daten, die dann im Orbit genommen wurden, nochmal mit den Daten vergleichen, die am Boden genommen werden und nochmal auch die DLR und GESOG unterstützen, dann tatsächlich sicherzustellen, dass alle wissen, dass das, was man von den Daten sieht, auch das ist, was dann tatsächlich die spektrale Charakteristik auch korrekt wiedergibt, ja, und nicht einen falschen Eindruck vermittelt. Also da sind wir noch gut 3 Monate beschäftigt und dann werden wir teilweise arbeiten oder zum großen Teil arbeiten die Leute auch schon an anderen Projekten, dann wird sich das Team neu verteilen. Cool. Von OHB. Mensch, also wie gesagt, ich bin total neidisch. Ich würde das dann gerne mal auch verfolgen von vor Ort und ich hoffe, die Nerven halten durch. Oder nein, bin ich mir sicher, gerade wenn du schon mehrere Starts erlebt hast oder so. Aber dass ihr weiter irgendwie fokussiert seid und trotzdem euch irgendwo drauf freut. Und wünscht
dir einen erfolgreichen Start oder uns allen. Wir werden das auf Senkrecht Start auf jeden Fall live auch verfolgen und die Daumen drücken und uns das angucken. Und ja, ich würde sagen, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Florida und dann eine gute Heimreise später nach Oberpfaffenhofen. Herzlichen Dank und ich drücke auch uns und unserem Team tatsächlich die Daumen, dass alles klappen wird. Cool. Vielen Dank für das Interesse und ich hoffe, dass ich das auch ein bisschen rüberbringen konnte, dass das jetzt nicht nur eine Verschwendung von Steuermitteln ist, sondern dass es wirklich auch inhaltlich wirklich sehr spannend ist. Ja, definitiv. Also ich glaube, mein Gehirn ist schon am weiter rödeln, was man im Prinzip mit sowas machen könnte und dieser Ansatz mit den Algorithmen, ich glaube, da das ist die Zukunft und ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Satelliten, auch wenn das jetzt was Einmaliges ist, dass das in Zukunft, dass wir das einfach noch viel, viel mehr sehen werden.